Janik, da ist meine Antwort. Okay. Läuft noch? Skin? Gut, dass ich aufnehme. Sven, die Scheiße. Sven, mach's noch krasser. Rechts von uns oder links von uns? Also ich würde sagen rechts. Ja, der guckt mich ein bisschen böse an. Echt? Ah. Menschenfleisch. Menschenfleisch. Im Nebel ist schon cool. Das Skin ist mega schön. Dann aber auch. Der nächste Skin, den ich haben will, der kostet 700. Das ist ja krass. Wir haben ein Problem. Einfach drauf schießen. Nein. Ich bin hier nicht gegen die zwei, ich kann das. Links dran vorbei, easy. Okay. Das sind drei einfache Dullis. Ja, Sven, GG. Easy. Oh, war easy, ne? Ja. Sind hier nicht sogar zwei hin? Warte. Alter, Sven. Ja? Ach so, ja, sorry. Alter, noch mehr Aufmerksamkeit kann man nicht machen. Aber der hier die armen Hunde anzündet. Okay, ab in den Westen, Leute. Ab in den Westen. Besser als der Osten. So, ab nach Sven? Westen. Ja, Sven, ja, komm mal ja. genau hierher. Oh Gott, was hast du vor? Dankeschön! Das ist wie so dieser Excalibur-Moment, ne? Nur nicht. Dankeschön! Nix half. Gott! Ah. Hast sie ausgeheift. Lootbox! Du Ficker. Was würdest du sagen? Ford oder eher Bartley? Geben wir zu Bradley. Bradley, okay. Bradley, Bradley. Ford ist scheiße. Auf zum Broadway. Mal gucken. Hier waren schon welche, die Hunde hier sind tot. Muss nicht wahr sein, das kann ja noch sind. Aber hier leben viel zu viele Zombies dafür. Und die Hive ist auch noch da. Da war die richtig sneaky Bastards. Ach, hier ist die Spinne im Übrigen. Geil. Versteckt uns. Versteckt euch. Versteckt Versteckt. uns. Also, die können in den Gebäude sein, ne? Erstmal Sound machen. So, okay, wir sind schon bei der Spinne. Der Ausgang liegt auch gut. So, also die. Oh Gott. Was denn? Naja, macht es schon. Viel Spaß. Was ist denn? Was ist denn? Ich will nicht mehr was zu tun haben. Oh, hier sind ganz viele Bärenfallen, Leute. Verpiss dich, Sven! Ja, warum? Wo ist denn die Spinne? Im großen Gebäude, wo die Hive drüber steht. Kann man merken, ne? Na, ja, die fighten sich gerade. Ist es bei uns? Ja. Ja, NW, ne? Kabas? NW, ja. Da kommen sie. Ich höre sie. Wie kommt zu uns Ich hab's rein? auch gehört. Bin gerade ein bisschen angespannt. Also es sind zwei auf jeden Fall. Der eine hat ein helles Hemd, der andere hat ein dunkles rotes. Ja. Die Hive ist weg. Okay, Sven kriegt kann ich Es von ist meiner nicht Position tot, aber aus. sie ist vom Dach runter. Die wissen auf jeden Fall, dass ich hier bin. Mein Problem ist auch ein bisschen, mein Bildschirm ist mega schmutzig.
Da sind beide. Beide. Einmal gehittet. Ich sehe sie noch nicht. Doch, jetzt sehe ich. Sven, da. Nice, einer down. Einer ist down. Der ist down. Der andere ist unter dir. Eine kommt zu mir, der andere kommt zu mir. Der andere ist unten. Hab ich gesehen. Ist der unten drin? Genau, wo ich markiert habe. Ja, an der Tür war er. Rotes Hemd. Ja, genau, das ist der, den ich gesehen habe. Kann auch ein Dreierteam noch sein, ne? Kann noch ein Dreierteam sein, ja. Der andere liegt immer noch. Ich frag mich halt, wo der andere ist. Da kommt noch ein Team. Noch ein Team. Aus der Richtung müsste das sein. Okay, den roten sehe ich jetzt aktuell nicht. Der sitzt da unten drin auf jeden Fall. Problem bei mir ist, meine Munition geht langsam in der Zone. Seid beide jetzt da oben oder wie? Ich bin bei dir auf dem Dach. Oh, ich war beschossen von hinten, ja, wo ich markiert habe gerade. Das andere Team. Geh runter. Ja, bin schon. Sven, wechsel mal bitte zur Schusswaffe, danke. Ich höre Steps. Ja, jetzt bewegt. Steps. Ich werde die ganze Zeit in die Sperre. Die sind bei mir. Ich bin tot, ich wusste, ich habe ihn gehört. Am Fenster. Scheiße. Frank. GG. Marcel. Ich sehe halt niemanden. Warst du draußen, oder? Hintertür, Sven. Ja? Da, Sven, ne? Kann ich die noch aufholen, oder? Ja, ja, theoretisch könntest du sie noch holen, aber... Ja, aber pass lieber auf. Also, wenn er drin liegt, dann versuch's. Na, mehr als versagen können wir jetzt auch nicht. Im Endeffekt haben die jetzt ihre Position oben. Also, er war links da am Fenster, Sven. Bisschen Angst. Oh, mein Hintern tut weh. Oh. Ach du, mein Hintern tut schon lange weh. Sven, muss ich einmal beschießen, damit du wach bleibst. Soll ich für Action sorgen, weil ich fast tot bin? Nee. Wenn du herkommst, kann ich dir auch Medis geben. Ja, weißt du, ich will einfach. Ich weiß noch nicht, wie man sie droppt. Nee, du musst mich quasi selber verbinden, also Rechtsklick. Also ja, so, dann komm her. Nee. Ich will jetzt keinen risky Move machen. Ich bin doch. Ich deck dich doch. Ach Leute, ich muss auf Toilette. Komm jetzt her. Welchen Weg? Pass auf, du gehst jetzt. Hier? Ja, außen. Dann kannst du nämlich hinten, wenn du sowieso hier bist, kannst du hinten abdecken. Okay. Weil ich kann nicht beide Seiten gleichzeitig abdecken. Das ist aber ein gutes Timing, dass du nämlich jetzt mit mir getauscht hast. Jetzt hast du die bessere Position. Das war komisch. Die sind bei der Spinne. Stimmt, ich höre sie. Nee, die haben die Spinne noch nicht einmal attackiert. Aber was? Jetzt volles Leben. Aber was ist das für Geräusch? Aber das. Aber dann haben die zwischendurch auch einfach nachgeguckt? Das kann auch sein, dass sie einfach nachgeguckt haben. Oder haben wir beide jetzt Vater Morganas, dass wir uns beide jetzt einbilden, dass sie noch da sind? Also die Spinne ist direkt bei dir, by the way. Ja, ja. Gerade im Moment. Was? Moment. So, jetzt ist eigentlich noch die Leiche vom Spieler. Ja, ja moin, was geht? Jetzt wird's auch gerade wieder heller, ne? Sven? Ja? Okay, David? Ja? Ich lehne die Leiche nicht mehr von dem Spieler, den du als erstes gemacht hast. Du meinst da? David, Sven, okay. Alles klar. Ich gucke. Ja, ja, hab ihn gesehen. Okay. Hast du gesehen? Okay. Naja. Das reicht schon als Info. Oh, ist das kacke, ey. 12 Minuten. Ja, irgendeiner muss jetzt auf die Spinne schießen. Ich glaube, ich bin der Dulli. Es kann auch sein, dass sie einfach wirklich warten, dass sie die Spinne machen. Böse Spinne.
Minuten 30 noch. Ja, ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach. Würdest du sagen? Ja. Wir haben eine gute Verteidigung, Sven, deckt ab, wir machen die. Ich habe noch eine Granate. Mhm. Und wir kriegen's ja sonst mit. Lock die einmal an. Lock die wieder an. Na komm, Sven, du lass sie austoben. Was? Hat jemand von euch auf mich geschossen? Sven gerade. Ja. Mit dem letzten Schuss hast du quasi in seine Richtung geschossen. Wow. Also, ja, halt echt. Also ich denke mal, die hätten das so gemacht, dass sie abgewartet haben, wann wir die Spinne holen. Wenn wir die zum Beispiel früher geholt hätten, dann wären die wahrscheinlich zum hinteren gegangen. Und da wir jetzt so lange gewartet haben, wären die wahrscheinlich wieder zum vorderen gehen. Oder meine neueste Theorie ist, dass ein 12-Jähriger und Mama hat gesagt, er bist Bett. Das wir. Also ich würde sagen, dieses Mal gucken ich und Yannick. Ja. Okay. Hab ich genau rausgehört. Ich wollte nicht Alex sagen. Na. Willst du als erstes gucken, Yannick? Ich gucke in 3, 2, 1. Nix mehr da. Raus hier. Echt? Aber in den Süden, sag ich. Ja, du hast vollkommen recht. Ist halt echt nichts, ne? Ich sag ja, ab ins Bett. Und ich kopfe normal, absolut alles tutti frutti. Wir müssen links, ja. Ja. Kann ich mir noch mal gucken? Hast du Angst, Sven? Ja. Okay. Weil Sven die Bubble Angst hat, gucke ich jetzt die restlichen 3 Sekunden. Ist leider alles nichts. Tut mir leid, Sven. Also, ich habe ja auch noch eine Sekunde. Nisch. Ey, wir haben das echt gemacht. Ja. Und auf der anderen Perspektive sehen sie, als wenn der fast eingeschlafen ist. Oh, Alter, krass. 2 Runden hintereinander, easy. Ich habe keine Waffenrunde, mal kurz weg. 2 Runden hintereinander. Schaut bei guten David vorbei, der streamt immer wieder gerne auf twitch.tv/godofnightmare. Wir sind auch zwischendurch als Gäste da, also pure Action auch da. Bonusmaterial. Da ist meistens Sven auch ein bisschen wacher. Ja. Noch meistens, ja. Meistens. Haut auf jeden Fall rein. Ich habe Wurfmesser freigeschaltet. Nice. Haut auf jeden Fall rein. Nächstes Mal gibt's eine Freischaltung der Spectre, meine Lieblingsschotti. Das dürft ihr natürlich jetzt nicht verpassen. Also schaut auf jeden Fall auch beim nächsten Mal bei Hand vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao. Gute Nacht, ciao. Ciao. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain.